Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Video. Ja, heute zeige ich euch, wie ihr ja eure auf einem HamachiP-Server euch, sag schon, GMs erstellt. Also, was ihr dazu braucht, ist NavyCat, ist natürlich ein Server an, also bei mir fertig hier hochgefahren. Ja, und das war's. Ich würde mal sagen, wir öffnen NavyCat. Ich habe schon verbunden, ich bin schon auf der Datenbank-Account, was eigentlich jetzt gerade sehr unwichtig ist. NavyCat auflassen. Okay, wir gehen in unseren Klienten. Client bei Killer Pocke, wie auch immer. Ja, so, MC habe ich schon eingestellt. Starten unseren Klienten. Ich stelle immer noch gerne die Config davor rein. Kein Bock mit einer 800 mal 600 oder noch einer niedrigeren rumzulaufen. Kein Bock drauf. So, auf den Button drücken unten und das Ding starten. So, ich benutze wie gesagt die Files von Profizocker. Daher nehme ich jetzt auch einfach den Account von Profizocker. Profizocker94. Ich gebe Accountdaten, Preis, IP. Was haben wir jetzt hier? IPvP. So. Du wirst jetzt eingeloggt. Das ist schön für euch. So, und dann erstellen wir uns hier ein Account. So, Account. Wir wollen jetzt ihn hier. Keine Ahnung. Wir wollen jetzt ihn hier haben. So, und er wird jetzt zum GM. Wir erstellen uns. Wir nennen ihn. Wie nennen wir ihn? Tutorial. Und dann nennen wir ihn. Nennen wir ihn einfach abonniert. Wie auch immer. Abonniert, denke ich mal, falsch geschrieben. Ist ja wurscht. So. So, jetzt lädt er. Eigentlich müssen wir gar nicht reingehen. Es heißt, also man muss nur den Char vorher erstellen, damit die Datenbank ihn findet. Also in meinem Fall jetzt einfach mal alles anziehen. Ich mache das immer gerne. Schild. Ja, ich zeige euch jetzt einen VIP-Einblick, wie ich meine Pots einstelle. Ja, egal. So. Lassen wir den so, ne? Okay, dann können wir eigentlich auch schon Spiel beenden. Okay, das machen wir zu. Das machen wir zu. So. Jetzt ganz wichtig, wir connecten zur Datenbank. Habe ich ja schon. Und gehen auf die Liste Player. Entschuldigung. So. Ja, ich gebe keinen etc-Befehl ein. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon. Oder eher, ich bin zu faul, ihn mir einzugeben. So, und wir gehen wieder auf Player. Mache jetzt aber mal kurz auf Pause, schnell. So lange. So, wieder da. Also, wenn ihr es offen habt, seht ihr das hier. So, hier, der Charakter wurde schon eingefügt. Hier die Daten, wo er steht, bla bla bla. Job ist, welcher Charakter er, glaube ich, ist oder wie auch immer, ist egal. Ja. Ganz lustig. Wir haben ihn jetzt. ID, kopieren. So. Name. Die Account-ID 7574. So, klasse. Das merke ich mir jetzt. So, und jetzt gehen wir auf Come on. Pause. So, und jetzt gehen wir auf GM-List. So, wir sind jetzt mittendrin. So, hier, dann macht er das auf. Hier die Player-Tabelle und hier das hier. So, dann machen wir ein Plus. Fügen hier ein. So. Sehe ich E, B, oh. Wie heißt denn jetzt? Abonniert, habe ich ihn, glaube ich, so genannt. So, hier, ganz wichtig, eure Hamachi-IP. Nicht vergessen. 5 Punkt. So, weiß ich den Rest nicht mehr. So. Ha. So. Implementor. Also, das muss hier, das ist. So muss es. So steht es im Bilderbuch. Also, so steht es im Bilderbuch. Ist eigentlich so unlogisch. Okay. Egal.
Da, so soll es sein. Mit der IP. Implementor nicht vergessen. Es gibt auch High Wizard, God, Low Wizard. Keine Ahnung, was es hier noch. Es gibt Player, Implementor habe ich jetzt einfach. Und dann geht ihr auf den Haken unten. So. Dann schließen wir das. Close. Dann closen wir das hier auch. Dann schließen. Dann, genau. Dann müssen wir noch auf GM-Host. Das ist ein bisschen sinnlos rumklicken hier. Und warten. So, fertig. Hier, da. So, jetzt öffnet er das. Hier werden bei euch wahrscheinlich auch so ein paar Sternchen stehen. Scheiß auf die Sternchen. Eure Amachi-IP muss da rein. Wenn ich sie denn schon wieder richtig geschrieben habe. Ich habe es falsch geschrieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist schlimm. Das ist sehr schlimm, meine Freunde. So, ihr merkt schon, ich bin kein ernster Typ. Ich hasse diese ernsten Tutorials, diese. Oh mein Gott, und da. Und das ist nicht so mein Ding. Ich lache lieber gerne dabei, statt dass ich sowas ernst mache. Und oh mein Gott, wenn ihr das falsch macht, schießt euer Server ab. Nein, wenn ihr was bisher was falsch macht, schießt euer Server nicht ab. Keine Angst. So, und damit ist euer GM erstellt. Ja. Und da schließen wir dann. Und dann rebooten wir mal. So, ich werde es wieder auf Pause machen, bis wir beim Login sind. Okay. Man sieht es dann gleich. So, wieder angekommen beim Login. Ja, Root Profi Zocker 94. So. Punkt slash start. Wie gesagt, keine Angst, das wird bei euch hier oben nicht stehen. Start. So. So, jetzt fährt er hoch, ne? I'm the Master, stand gerade da. Wie aus dem Bilderbuch. Okay, ich glaube kaum, dass in irgendeinem Bilderbuch beschrieben wird, wie man einen Amachi-IP-Server erstellt und wieder hochfahren muss. Egal, vielleicht werde ich so etwas auch noch tun. Alter, seht ihr das? Das ist Camtasia. Ja, somit dazu. Jetzt mache ich schon wieder diese komischen Kästchen. Jetzt warten wir noch schnell, bis er hochgefahren ist. Machen wir schnell auf Pause. So, hier schon beim zweiten Operation Timeout angekommen. Jetzt dritter ist, jetzt müsste er echt bald schon fertig sein. Schauen wir mal, dass wir connecten können. Schon alles vorbereitet hier. Ah, er mag noch nicht. Jetzt wird er aber mögen müssen. Na komm. Pot, pot, pot. Na los. Okay. Virtual PC kotzt mich an. Yep, ihr habt richtig gehört. Virtual PC kotzt mich an. Schließen muss alles noch. Alles, was ich so schön vorbereitet habe gerade. Ist ja egal, ne? So. Was tue ich? Starten. Also ihr müsst jetzt nicht weiterschauen, ich schaue, ob es jetzt gescheit ist, weil nicht, dass ich in ein Tutorial mache und im Endeffekt hat es nicht geklappt und ihr denkt euch, oh mein Gott, der Geil kann sie selbst nicht. Also wo ich das Ganze noch nicht konnte und so und als ich eigentlich keinen P-Server erstellen wollte, habe ich, oh mein Gott, jetzt kann sein, dass ich hier das falsch gemacht habe. Also habe ich immer so Tutorials geschaut und habe mir mal die Ergebnisse angeschaut und fand es immer ganz lustig zu sehen, wie die Ergebnisse sind, aber da, okay, das passt eigentlich. Jetzt habe ich halt das Ding nicht davor geschrieben, das GM bzw. GASA SL, aber GM-Rechte hat da. Probieren wir es mal. Ja, ein Wildhund. Ein Wildhund, oh mein Gott. Was jetzt aber ziemlich bremslich werden könnte, ist. Ein blauer Drache. Okay, ja, das war's. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Ich habe GM-Rechte. Ich werde jetzt, ja, keine Ahnung, was werde ich jetzt machen. Wahrscheinlich werde ich nur ein paar Wildhunde killen. Ne, ein Rüstungshändler. Nein, das ist eine Gimi. Das ist der Rüstungshändler. Das ist, wer weiß was, Waffenhändler. Ja. Ihr seht, ich habe GM-Rechte.
Ihr könnt es genauso machen. Befolgt einfach meine Anweisungen. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren wäre nett. Ihr müsst nicht. Ich fände es immer ganz lustig, das zu sagen. Ja, und ja, hier da. Moment. Danke euch fürs Zuschauen. Danke, danke. Helft mir, eine Legende zu werden. Und ja, ich freue mich, euch helfen zu können. Man sieht sich dann, ne? Ich werde noch weitere Tutorials machen, keine Angst. Auf Wiedersehen. Also, bis dann.